ein Jahr ohne Instagram. Was hat das mit mir verändert? Also was hat sich dadurch verändert? Das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sophie und ich freue mich, wie gesagt, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es wie angekündigt darum, was sich dadurch verändert hat, also seitdem ich kein Instagram mehr nütze. Vor einem Jahr habe ich entschieden, Instagram von meinem Handy zu löschen und auch ganz kann man ja diese App nicht löschen. Sondern ich habe, wie gesagt, vom Handy gelöscht und all meine Fotos auch gelöscht von Instagram. Das war in dem Moment irgendwie schon komisch, weil auf einem Kanal hatte ich über 5000 Abonnenten, also fast 6000 Abonnenten. Und auf dem anderen hatte ich 300 Abonnenten, glaube ich. Und der ist mir aber viel mehr am Herzen gelegen. Das war das Sophies Universum. Also so hat er geheißen, der Kanal. Und ich hatte so gesehen zwei Kanäle auf Instagram, wo ich auch wirklich regelmäßig gepostet habe. Und eine Zeit lang war ich auch so wirklich ein Influencer, würde ich jetzt mal sagen, weil ich hatte auch so ein paar Kooperationen und so weiter. Aber genau, vor einem Jahr habe ich mich dann eben entschieden, dass ich das nicht mehr möchte, weil mir irgendwie alles zu viel geworden ist. Weil wir kennen es alle, Instagram ist voller Einflüsse. Und wenn wir die App öffnen, werden wir schon mal bombardiert mit ganz vielen Einflüssen. Und es gibt ja auch auf Instagram die sogenannten Stories. Und wenn man die anklickt, dann ist man auch automatisch in der Story drinnen. Und wenn sie einem nicht gefällt, dann hat man halt Pech gehabt. Sie wird trotzdem angezeigt. Und wie wir auch gelernt haben, alles, was wir uns anschauen, ist ja auch Nahrung für unsere Seele. Und für unseren Körper, also nicht nur Essen ist Nahrung, sondern auch Begebenheiten und auch Sachen, die wir aufnehmen, also die wir lesen oder die wir sprechen und so weiter. All das ist Nahrung. Und ja, jetzt kommen wir zur brennenden Frage, was sich denn dadurch verändert hat, dass ich kein Instagram mehr habe. Ja, es hat sich tatsächlich sehr viel verändert, aber ich muss dazu sagen oder möchte dazu sagen, dass ich irgendwie im Laufe der Zeit dann auch überhaupt nicht mehr an Instagram gedacht habe. Also wirklich eigentlich gar nicht, von Anfang an eigentlich nicht. Also ich habe vielleicht die ersten Wochen noch so gedacht, ja, jetzt würde ich ein Foto machen für Instagram. Das ist auch schon der erste Punkt. Ich habe die Fotos, die ich gemacht habe, habe ich für mich gemacht. Und weil ich einfach eine Erinnerung haben wollte und nicht, weil ich sie dann posten wollte, sondern einfach für mich. Was hat sich denn noch verändert? Zweitens, ich habe einfach viel mehr Zeit, weil ich gebe es offen und ehrlich zu, ich war tatsächlich auch süchtig nach Instagram. Also Instagram war eine Zeit lang meine Lieblings-App, da habe ich wie gesagt auch regelmäßig gepostet und demnach ist es eigentlich auch erstaunlich, dass ich mich da so schnell davon lösen konnte, aber ich glaube, das ist einfach deshalb, weil ich eben diese eine Entscheidung getroffen habe. Das ist ja auch genauso beim Alkohol gewesen. Da habe ich auch von einem Tag auf den anderen, also am einen Tag habe ich entschieden, dass ich eben keinen Alkohol mehr trinke. Und seitdem trinke ich auch keinen Alkohol mehr. Und das ist bereits vor 5 Jahren gewesen. Also fast 5 Jahre. Im September ist es dann 5 Jahre, dass ich keinen Alkohol trinke. Genau, das war nur eine Entscheidung. Ja, also zweitens, ich habe mehr Zeit und habe einfach gemerkt, dass ich einfach wieder den Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben legen konnte. Also ich hatte oder habe ja immer noch, warum sage ich hatte, ich habe mehr Zeit für meine Familie, für meine Freunde und natürlich auch für meine Partnerschaft und ganz wichtig auch für mich selbst. Weil wie gesagt, wir kennen das alle, Instagram ist einfach eine App mit vielen Einflüssen, wo man dann eigentlich auch oft länger verweilt. Und bei mir war das teilweise so lang, dass ich wirklich dann 3 bis 5 Stunden auf dieser App verbracht habe, pro Tag. Und das ist ja nun mal wirklich sehr viel. Und das kann ich euch nicht empfehlen. Ich verstehe natürlich, dass man Instagram toll findet und es hat ja auch positive Seiten.
dass diese App, weil man kann einfach auch Menschen kennenlernen, die auch gleichgesinnt sind. Also in dem Sinne meine ich jetzt kennenlernen, dass man sich schreiben kann und auch man bekommt viele Eindrücke, wie so die anderen Menschen leben. Aber es ist halt einfach so, dass man nie das Wahre, also die Wahrheit eigentlich kennenlernt, weil kein Mensch wird alle Eindrücke auf Instagram posten. Das geht gar nicht, weil so viel Zeit haben wir nicht. Also haben wir schon, aber ich kenne keinen Mensch, der wirklich von früh bis spät auf Instagram ist. Also das gibt es, glaube ich, nicht. Und ja, auf jeden Fall sehr großer Faktor, dass ich einfach sehr, sehr viel mehr Zeit für mich habe und für das, was mir wirklich wichtig ist. Und das ist in erster Linie eben meine Familie, meine Partnerschaft und meine Freunde. Und ich bin ein Mensch, ich brauche auch sehr viel Zeit für mich selber. Und wie gesagt, das habe ich jetzt eh schon gesagt, aber für mich selber ist es auch ein Pluspunkt, weil ich einfach wirklich dann stundenlang einfach nur Zeit für mich hatte und das machen konnte, was ich wirklich liebe. Und das ist eigentlich auch schon die Essenz der Geschichte. Also das ist so der Hauptpunkt, der sich bei mir verändert hat, seit ich kein Instagram mehr nutze, dass ich eben mehr Zeit habe für die schönen Dinge. Und mir ist auch gefallen, dass ich das gar nicht das Bedürfnis habe, all das, was ich erlebe, wie gesagt, dass ich das sofort mit der Außenwelt teile. Also ich bin schon ein Mensch, der gerne meine Erfahrungen teilt, aber eben jetzt nicht mit allen, sondern halt nur den Menschen, die mir wirklich sehr nahe sind und die ich auch sehr liebe. Und ja, ich habe YouTube und auf YouTube poste ich auch sehr viele Sachen, gebe ich ja zu. Aber ich denke, es ist trotzdem was anderes, als wenn ich jetzt eine Story mache, wo man nur 30 Sekunden sieht, wie ich weiß nicht, wie ich ein Buch lese oder ich habe ja keine Ahnung. Als wenn ich wirklich ein Video mache, wo ich wirklich einen Input euch mitgeben kann. Und ja, aber kommen wir mal zu den positiven Sachen nochmal, die auf Instagram waren. Also wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass man da auch Gleichgesinnte kennenlernen kann. Also jetzt in sozialen Media-Form meine ich jetzt, also dass man sich eben, wie gesagt, austauschen kann. Und ich habe auch einige liebe Freundinnen auf Instagram kennengelernt und dafür bin ich auch wirklich sehr dankbar und das möchte ich auch nicht vermissen. Also so gesehen hat mir die App auch sehr viel Positives gebracht. Und ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr viele Gutscheine für sehr, sehr gute Lokale in Wien. Also ich konnte wirklich umsonst Mittagessen gehen oder auch frühstücken gehen, weil ich eben so viele Follower hatte. Also das ist ja auch toll gewesen und da bin ich auch, das möchte ich auch ehrlich sagen, das war eine schöne Zeit für mich, dass ich einfach da kostenlos, also ich hatte immer so 30 Euro Gutschein hatte ich und das war auch eine schöne Zeit, damit ich nicht nur über die negativen Sachen rede. Aber für mich haben halt leider die negativen Sachen überwogen. Das ist für mich eben gewesen, dass es zu viele Eindrücke waren und dass ich einfach zu lange Zeit verbracht habe auf Instagram. Und mir ist auch aufgefallen, also ich bin jetzt kein Mensch gewesen, der sich verglichen hat, weil ich jetzt irgendwelche Menschen dort schöne Häuser haben oder einen schönen Garten oder die ganze Zeit Urlaub machen. Also das war zum Glück nicht so bei mir. Aber ich weiß, dass es sehr wohl so sein kann, dass sich der Menschen mit diesen Leuten vergleichen. Deswegen ist für mich die App Instagram eigentlich mittlerweile eine sehr gefährliche App, weil es einfach, glaube ich, sehr viele Menschen gibt, die dann einfach auch neidisch sind oder die vielleicht dann traurig sind, eben, dass sie nicht so was Schönes haben. Und die vergessen aber, dass die Menschen, wie gesagt, nie alles zeigen können aus dem Leben. Man kann ein schönes Haus haben und einen schönen Garten und regelmäßig auf Urlaub fahren und trotzdem extrem unglücklich sein. Also das darf man natürlich nicht vergessen und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen. Weil wichtig ist, dass wir uns selbst wohlfühlen und jeder fühlt sich mit was anderem wohl und wie gesagt, wir können nicht wissen, was in den Menschen wirklich im Inneren vorgeht. Genau, also das waren so die Grundsachen, die sich verändert haben. Ich habe mehr Zeit, ich mache jetzt viel mehr Sachen, die mir wirklich Freude machen und ich mache die Fotos einfach für mich und weil ich sie einfach für mich haben möchte und nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste das jetzt der ganzen Welt zeigen, sondern einfach, weil ich mich sehr freue, wenn ich mir diese Fotos anschaue und ich finde das auch wirklich wunderschön,
dass ich jetzt schon eine ganze Menge Fotos habe, die ich mir anschauen kann. Und vielleicht mache ich mir ja auch eines Tages ein, nicht Tagebuch, sondern ein Fotoalbum, wo ich dann meine Erlebnisse einkleben kann und dann einfach das für mich habe. Und das ist ja auch was Wunderschönes. Und ich finde ja auch, dass die Ereignisse, die uns am Herzen liegen, die bleiben sowieso im Herzen. Und die Erinnerung, die kann uns keiner nehmen. Und ja, genau. Das waren so die Dinge, die sich verändert haben. Wie gesagt, ich habe dann eigentlich auch längere Zeit nicht mehr an Instagram gedacht. Ich habe eigentlich echt die letzten Monate gar nicht mehr dran gedacht. Und irgendwann ist es mir halt dann wieder eingefallen. Aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt wieder Instagram haben. Sondern mittlerweile bin ich sogar so, dass ich sage, ich werde Instagram auch nicht mehr installieren. Weil, wie gesagt, für mich ist es einfach eine gefährliche App, die ich eigentlich niemandem ans Herz legen könnte. Aber wie gesagt, ich möchte auch sagen, es kann, darf natürlich jeder selbst entscheiden. Und wenn du sagst, du nützt die App sehr gerne, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Und ja, da fällt mir aber noch eine Sache ein. Was sich tatsächlich auch verändert hat, ist, seitdem ich Instagram gelöscht habe, habe ich viel mehr Kunden gewonnen, also Kunden und Kundinnen. Ich habe den Standort gewechselt, also ich habe meinen Wohnort gewechselt. Ich habe mir das manifestiert, dass ich eben in eine Wohnung ziehe, die näher zum Grünen ist. Und ja, ich habe auch wieder mehr echten Kontakt mit Menschen. Also das klingt jetzt total blöd, aber mir ist aufgefallen, seit ich Instagram gelöscht habe, bin ich halt auch einfach mehr in echten Treffen. Also ich bin halt, also ich treffe einfach mehr Leute mittlerweile wieder. Und rede auch tiefgründigere Sachen. Zwar heißt nicht, dass es vorher nicht so war, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist mir das trotzdem aufgefallen, dass ich einfach jetzt tiefgründigere Freundschaften habe. Ich meine, die Freundschaften haben sich jetzt nicht so stark in den letzten Jahren verändert, aber irgendwie ist schon doch auch. Und es kann schon auch sein, dass es mit dem zu tun hat. Und ja, das war's schon. Und wie gesagt, wenn du Instagram hast, dann ist das natürlich dein größtes Recht, die App weiterhin zu nutzen. Ich habe dir in diesem Video nur meine Erfahrung mitgeteilt und ja, aber vielleicht auch einen Impuls. Also ich würde dir schon raten, also das ist nur meine Empfehlung, dass du halt wirklich mal deine Online-Zeit anschaust, wie lange man auf Instagram, also wie lange du auf Instagram bist. Ich war damals wirklich erschrocken, als ich das gesehen habe. Wie gesagt, ich war teilweise 4 bis 6 Stunden, manchmal sogar 8 Stunden online. Und das war einfach nicht mehr normal. Und da würde ich dir dann schon empfehlen, dass du dir vielleicht ein Zeitlimit setzt, dass du vielleicht nur 1 oder 2 Stunden am Tag auf Instagram verbringst und den restlichen Tag wirklich nur Dinge machst, die dich bereichern. Na gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Like und einen Kommentar. Und du kannst mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob du Instagram noch nicht löscht, sondern ob du Instagram noch nützt und wie du es nützt und ob es für dich eine schöne App ist oder ob du auch eher sagst, möchte ich irgendwie auch nicht. Und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und ich freue mich von dir zu hören und sage es wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!